Repartus, hast du es schon gehört? Der Gekreuzigte ist verschwunden. Ja, natürlich habe ich das gehört. So. Aber gut, dass du kommst, Scriptura. Soll ich alles aufschreiben, was du beobachtest, Repartus? Ja, sicher, sicher. Wir sind da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Dieser Gekreuzigte, dieser Jesus, soll ja nicht nur verschwunden sein, der soll auferstanden sein. Glaubst du das etwa? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Aber immerhin ist er verschwunden, das steht fest. Ja, ja, aber auferstanden von den Toten. Das glauben ja nicht mal seine Anhänger. Schau nur, wie verzweifelt die sind. Es ist alles verloren, es ist alles vorbei. Unsere Hoffnung zerplatzt wie ein Traum. Es ist alles verloren, es ist alles vorbei. Er ist tot und das fassen wir kaum. Nach Haus. Es ist alles verloren.
es ist alles vorbei. Unsere Hoffnung zerplatzt wie ein Traum. Es ist alles verloren, es ist alles vorbei. Er ist tot und das fassen wir kaum. Wer hätte das gedacht? Ja, wie ist alles aus? Brüder und Schwestern, ich sage euch, es ist aus. Lasst uns wieder an unsere Wohnorte zurückgehen und arbeiten, damit wir alles so schnell wie möglich vergessen. Kleophas, lass uns jetzt gehen, dann erreichen wir Emmaus noch vor der Nacht. Du hast recht, hier können wir nichts mehr tun. Gehen wir. Friede mit euch. Friede auch mit euch. Na, die haben ja Nerven. Die müssen doch wissen, dass alle Jesus-Anhänger sehr genau beobachtet, ja, sogar verhaftet werden. Schreib das auf, meine Liebe. Jawohl. Zwei Jesus-Anhänger verlassen Jerusalem. Los, komm, Skriptura. Hinterher! Jawohl. Ups, schau mal, Repartus, der Mann da. Wo kommt der denn plötzlich her? Hab ich nicht gesagt. Die werden verfolgt. Oh. Aber, was ist das? Der sieht ja aus wie... Ja, genau. Der sieht aus wie... Aber böse Absichten hat er bestimmt nicht. Los, schreibe! Jawohl, unbekannte Person hat große Ähnlichkeit mit dem Gekreuzigten. Komm näher ran, damit wir hören, worüber die reden. Aber leise, leise. Ach, Jesus, jetzt ist er tot. Vielleicht hätten wir gar nicht an ihn glauben sollen, aber Psst, muss doch nicht gleich jeder wissen, dass wir seine Anhänger waren. Darf ich mich euch anschließen? Du kannst ruhig mit uns gehen, Fremder. Ja. Worüber und über wen habt ihr euch unterhalten? Über Jesus von Nazareth, den sie gekreuzigt haben und von dem wir glaubten, er sei der Messias. Aber das war wohl der größte Irrtum unseres Lebens. Was seid ihr doch so unverständlich? Und warum fällt es euch so schwer, zu glauben, was die Propheten geredet haben? Ah.
Ihr wart mit ihm zusammen, habt mit ihm gelebt eine ganze Zeit. Ihr hörtet seine Worte, habt Wunder gesehen, erfahren, wie er befreit. Doch ihr habt nicht begriffen, wer er wirklich war und woher er kam und woher er seine Kraft nahm. Und ihr habt es nicht verstanden, dass er tun musste, was er tat. Gott und Mensch versöhnen, dafür zu sterben durch Verrat. Vor lauter Kummer sind eure Augen trübe und eure Herzen, sie zittern vor Angst. Auch eure Hoffnung habt ihr schon aufgegeben. Euer Verstand ist wie leer gebrannt. Ich sage euch, habt nur Vertrauen. Das, was geschah, das war Gottes Plan. Ihr werdet bald die Wahrheit schauen. Dann fängt ein neues Leben an. Kennt die alten Schriften, der Propheten Wort hat man euch gelehrt. Ein König würde kommen mit Stärke und Macht, der den Feind zerstört. Steht es nicht geschrieben, dass er geopfert wird und die Sünde trägt? Um aller Bosheit willen wurde er durchbohrt, wie's bei Jesaja steht. Vor lauter Kummer sind eure Augen trübe und eure Herzen, sie zittern vor Angst. Auch eure Hoffnung habt ihr schon aufgegeben. Euer Verstand ist wie leer gebrannt. Ich sage euch, habt nur Vertrauen. Das, was geschah, das war Gottes Plan. Ihr werdet bald die Wahrheit schauen. Dann fängt ein neues Leben an. Du die alten Schriften kennst, Fremder. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Aber leider ist unsere Reise gleich zu Ende. Schau, da vorne ist Emmaus. Bitte, du bist bestimmt so hungrig wie wir. Du könntest doch bei uns bleiben und morgen früh deinen Weg weitergehen. Bleibe bei uns.
Kann man so vertrauensselig sein? Also, diese Ähnlichkeit. Bitte, Freund, segne du uns das Brot. Vater, ich danke dir und bitte dich um deinen Segen für dieses Brot. Amen. Jesus, Meister. Schockschwere Not. Bin ich jetzt verrückt oder was? Der Mann ist weg, einfach weg. Tatsächlich? Das gibt's doch nicht. Schreib's auf. Ja, unbekannte Person hat sich in Luft aufgelöst. Reportus, das glaubt uns kein Mensch. Komm, pack die Schriftrolle ein. Und dann nichts wie weg. Diese Informationen wird man uns aus der Hand reißen. Und dafür ein paar Silberlinge hinlegen. Hoffentlich. Komm, Kleophas, wir müssen auf dem schnellsten Weg zurück nach Jerusalem und unseren Brüdern und Schwestern erzählen, dass Jesus lebt. Wie konnten wir nur so blind sein, dass wir ihn nicht erkannten? Ja, aber brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete? Schau mal da! Kleophas kommt! Kleophas! Stellt euch vor! Jesus lebt! Ja. Er hat uns nach Emmaus begleitet und wir haben ihn nicht erkannt. Erst als er das Brot gesegnet hat, haben wir begriffen, dass es Jesus war. Ja, Jesus, jemand hat ihn auch gesehen. Hier in Jerusalem. Ein Wunder! Die scheinen sich ja alle ziemlich sicher zu sein, dass der Gekreuzigte gar nicht mehr tot ist. Also, wenn du mich fragst, dann war der gar nicht tot. Und das alles ist ein riesengroßer Betrug. Betrug? Ein Toter kann doch nicht auferstehen. Tja, normalerweise nicht. Es sei denn, er ist wirklich Gottes Sohn. Gottes Sohn?